Hi Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Monatsrückblick und zwar über den Monat Mai. In diesem Monat kamen gerade mal 9 bis 10 Videos. Das liegt hauptsächlich an meinem Studium, welches mir einiges abverlangt momentan. Dementsprechend habe ich natürlich weniger Zeit für Videos. Ist ja klar, Studium geht ja auch vor. Nun, wie ihr seht, ich habe eine neue Location, meinen Arbeitstisch, wo ich die Sachen ausgelegt habe. Ich fragte euch vor etwa 4 Wochen, ob bei euch die Monatsrückblicke gut ankommen oder nicht. Und 70% haben hier mit Ja abgestimmt, dass sie den Monatsrückblick sehr gerne schauen. 25% hiervon schauen sich den Monatsrückblick allerdings gar nicht erst an. Warum auch immer. Und lediglich 5% hiervon finden irgendetwas fehl am Platze sozusagen. Also irgendwas fehlt in deren Augen. Was genau hat man mir bisher noch nicht so genau genannt. Jedenfalls, da die Monatsrückblicke mit absoluter Mehrheit sehr gut bei euch ankommen, wird es die auch in Zukunft weiterhin geben. Angefangen im Mai habe ich mit einem Video zu einer neuen SSD von Samsung. Und zwar, die ist bereits in meinem Laptop verbaut und die wollte ich jetzt ungern wieder ausbauen. Deshalb zeige ich euch den ganzen Laptop mal. Die Rede ist von der Samsung 860 QVO mit einem Terabyte, die ich mir eben in diesem Monat holte. Die hat na, 98 € und ein paar zerquetschte gekostet. Die SSD besitzt bereits den Quad-Level-Cell-Flash-Typ mit 4 Bit pro Speicherzelle, was allerdings auch ein paar Nachteile mit sich bringt, zum Beispiel eine deutlich verkürzte Haltbarkeit und schlechtere Schreibperformance, aber Samsung hat einiges aus der SSD noch herauskitzeln können per SSD-Controller. Und ja, was daraus geworden ist, das habe ich euch eben in dem Video am 3. Mai alles so ja, gezeigt. Genau, am 4. Mai, pardon. Am 5. Mai kam dann schließlich der zweite Teil zu 860 QVO, wo ich euch dann den Einbau in meinen MSI GV627RE Laptop, den ich vorhin zeigte, ja, genau erklärt habe, worauf man damit alles zu achten hat. Und die SSD, die gefällt mir auf jeden Fall bisher sehr gut. Die speichert ja auch 1 TB und bisher sind, glaube ich, so um die 200 GB belegt. Also habe ich noch genügend Reserven für weitere PC-Spiele und große Programme. Am 8.5. kam das 9. Video zur Hardware-Sendung von Dark Phoenix 420. Beziehungsweise die 9. Hardware-Sendung von Dark Phoenix 420 stellte ich euch vor und enthalten waren neben 4 30 cm langen SATA-Kabeln eine Grafikkarte aus AMDs Radeon HD 6000er Generation und ein ziemlich krasser Lüfter. Die Grafikkarte von Sapphire, die liegt hier. Dabei handelt es sich um eine Radeon HD 6670 mit, lasst mich lügen, was hat die für ein Grafikchip? Bart ist es nicht. Ich glaube, das ist Cayman ist es auch nicht. Cypress auch nicht. So langsam gehen mir die Namen aus. Alles klar, diese Grafikkarte verwendet AMDs Turks Grafikchip mit 480 aktiven Shader-Einheiten. Und die Karte besitzt einen Gigabyte GDDR5 Grafikspeicher. Und wie man sieht, sie ist auch recht energiesparend, da sie keinen zusätzlichen Stromanschluss vorsieht. Und zwar, diese Grafikkarte kann man mit AMDs Alano APUs, die im Jahre 2011 auf den Markt kamen, koppeln und zusammen mit der integrierten Radeon-Grafik der Alano APUs im Crossfire nutzen. Das möchte ich mal ausprobieren. Aber ich habe auch noch was anderes geplant, und zwar einen großen
Vergleich zwischen AMD Radeon HD 6000 und Nvidias Fermi Garde. Ja, ich bin zurzeit am Testen noch. Man braucht ja auch ein paar Vergleichswerte zwischen den Karten und ein paar Fermi-Grafikkarten habe ich mir für den Vergleich noch besorgt. So, was war noch enthalten im Paket? Und zwar, wie gesagt, der Lüfter hier. Das ist ein 120 mm Lüfter, der aber extrem schnell drehen kann. Und zwar mit bis zu 6000 bis 7000 RPM. Wenn man die Spannung entsprechend raufdreht, dass sich dann ein Strom von etwa 1,4 bis 1,5 Ampere einstellt. Das habe ich jetzt nicht vor, das wird sonst ein bisschen zu laut. Und ich stelle euch diesen Mini-PC mal auf Seite. Hier ist noch eine Lüftersteuerung auf Arduino-Basis aufgebaut. In Kooperation mit JLCPCB, das ist ein chinesischer Leiterplattenfertiger, werde ich demnächst diese Lüftersteuerung mal auf eine Platine verlöten, sodass man eben das Ganze auch öfters nutzen kann. Ich werde mir dann eben eine Platine entwerfen. Vielleicht mit Eagle oder einer anderen Software, muss ich mal gucken. Die werde ich komplett planen und dann werde ich eben auch auf Mikrocontroller-Basis eine Lüftersteuerung aufbauen. Das wird mein nächstes PCB-Projekt. Ich bin echt mal sehr gespannt. Ja, was ihr jetzt wahrscheinlich nicht sehen könnt, ist hier das Display. Da kann man dann die Lüfterdrehzahl und so weiter ablesen. In dem Fall sind es jetzt um die 900 bis 1000 RPM. Genau. Man kann das Ganze auch aufdrehen. Okay, jetzt geht der aus. Dann wird es natürlich schneller und der Lüfter, der dreht jetzt mit etwa 3000 RPM. Da das aber für das komplette Video zu laut ist, drehe ich das mal komplett runter. In dem Video vom 8. Mai zeigte ich euch die Lüftersteuerung. Genau, wo ich dann eben den Lüfter dann auch mit regelte. Am 11. Mai, das habe ich ja gerade weggenommen und noch in der Hand, ging es um einen Dell Optiplex Mini-PC, dem SX260. Da hatte ich auch ein passendes CD-Laufwerk bestellt, doch das habe ich mittlerweile wieder zurückgeschickt, denn ich musste feststellen, dass dieser Mini-PC nicht mehr geht. Und dann wollte ich für das Laufwerk nichts bezahlen. Deswegen habe ich es wieder zurückgeschickt. Das bringt mir dann ja auch nichts, das Laufwerk, weil das ist wirklich nur für diesen Mini-PC hier gewesen, wenn der nicht geht, ne? Schade, aber mal gucken. Ja, von den technischen Details. Dieser Mini-PC basiert auf einem Intel Pentium 4 mit, ich muss jetzt aufpassen, der Copper meint, das ist der Pentium 3 mit Northwood C auch nicht, der Nachfolger, irgendwas. Bartz auch nicht, das ist noch was ganz anderes. Ach, es gibt so viele Namen, kommt einfach nicht drauf. Egal. Jedenfalls, hier ist ein Pentium 4 verbaut mit 3,2 GHz oder so. Ich weiß es nicht genau. Ja, jedenfalls so das Jüngste, was man noch für den Sockel 478 bekommen kann. Ach, mit Prescott. Das müsste ein Prescott sein. Richtig. Ganz nett, das Teil. Ja, der verbaute Chipsatz besteht aus Intels 845G Northbridge und ich glaube der ECH4 Southbridge und kann auch nur CPUs mit maximal 533 MHz Frontside-Bus ansteuern. Und auch nur, ich glaube, 266 MHz DDR-RAM. Ja, SATA hat es natürlich auch nicht. Was kam danach? Ich muss eben kurz wieder auf meinen Laptop schauen. Danach stellte ich euch am 13. Mai zwei Mini-ITX-PC-Gehäuse von MS-Tech vor.
Die CI-57, die stehen jetzt hier im Hintergrund. Ich habe hier auch zwei Mini-RTX-Systeme verbaut. Wenn ich das mal in meine Hand nehme. Genau, hier ist ein AMD E350-System eingebaut. AMDs E350 Circade APU, das war ja die erste APU-Generation überhaupt, die Anfang 2011 auf den Markt kam. Hier ist ein Gigabyte E350 NUSB 3 Motherboard verbaut. Naja, in dem Video ging es auch um das Gehäuse an sich, neben der Qualität des mitgeschickten Netzteils. Das Gehäuse hat auf jeden Fall einen ziemlich wackeligen Standfuß und mir fiel auf, dass man die Innereien recht schwer aus dem Gehäuse ziehen kann. Und ja, man kann ein Slimline-Laufwerk verbauen, doch lediglich ein Slot-In-Laufwerk. Diese normalen Schubladenlaufwerke funktionieren nicht. Der Nachteil von diesen Slot-In-Laufwerken ist, die sind deutlich teurer und schwieriger zu bekommen als die klassischen Schubladenlaufwerke. Aber von daher für die X120 bekomme ich ja noch ein passendes Slot-In-Drive zugeschickt. Und das Netzteil erwähnte ich, dieses hier, das soll sogar 120 Watt an Leistung abgeben können. 12 Volt, 10 Ampere. Doch, dieses Netzteil kannst du nicht gebrauchen, weil ich stellte fest, dass die Ausgangsspannung mit 12,8 Volt einfach viel zu hoch ist und außerhalb der PC-Netzteil-Spezifikation liegt. Dort darf die 12-Volt-Schiene maximal plus minus 5% abweichen. Das entspräche dann 11,6 bis 12,4 Volt, wenn ich nicht falsch liege. Und hier ist noch ein System verbaut. Ich habe ja zwei Gehäuse bestellt. Das müssen wir uns auch noch mal im Detail anschauen. Hier ist ein Intel Atom NVIDIA Ion System integriert auf Basis eines Asus Mini RTX Mainboards. Klingt spannend und wir werden mal schauen, was mit dem System noch so machbar ist. Aber das ist Thema für ein andern Mal. So, das war es zum MS-Tech Mini RTX Gehäuse vom 13. Mai. Am 18. Mai ging es um die PowerEd Pilot X7 Powerbank. Die habe ich ja hier hingelegt. Genau, das ist meine neue Powerbank mit 20.000 mAh. Und bis jetzt gefällt sie mir richtig gut. Ich konnte hiermit bereits dreimal vollständig mein Handy aufladen und laut Anzeige hat der Akku immer noch 50%. Das ist echt krass. Der Grund, weshalb ich gerade diese Powerbank gekauft habe, ist der günstige Preis neben der hohen Kapazität gewesen. Diese Powerbank weist ein Ist-zu-Soll-Verhältnis von 77% auf. Die Powerbank-Kapazität liegt bei, also die reale Ist-Kapazität liegt bei um die 15.000 mAh und sie soll laut Hersteller 20.000 mAh haben. Das ist aber schon mal ziemlich gut. Ja, die ist echt nicht schlecht und die hat ja auch noch eine Taschenlampe eingebaut. Moment, da geht's an. Ja, ein nettes Gimmick, wenn man es braucht. Ja, da ging es eben um diese Powerbank, die ich mir kaufte, weil ich das Gefühl habe, dass meine Intenso Powerbank mit 10.000 mAh so langsam den Geist aufgibt. Weil ich glaube, ich nur anderthalb Mal mein Handy noch damit laden kann. Am 18. Mai, ach, das war sogar am selben Tag. Wahnsinn. Da ging es um Leons viertes Hardware-Paket. Und zwar war eine Radeon HD 6850 Grafikkarte von Sapphire enthalten. Diese Karte hier auf, genau, mit Barnes Grafikchip besitzt 960 aktive Shader-Einheiten und auch 1 GB DDR5 Grafikspeicher.
Diese Grafikkarte werden wir uns mit weiteren anderen Radeon HD 6000 Grafikkarten anschauen. Im Vergleich zu Nvidias Fermi Garde. Von der Radeon HD 5450 HD 6450 bis zum Keimen Multi-GPU Crossfire Gespann Radeon HD 6970 und von der GeForce GT 520 bis hin zum Dual SLI Gespann GeForce GTX 580 ist eine große Spanne abgedeckt. Ja, was ich schon hier habe, ist eben die Radeon HD 6850 und auch die HD 6670 sowie eine simulierte Radeon HD 6950, die ich durch ein BIOS-Mod auf meiner Radeon HD 6970 erzeugte. Wobei die Simulation 1 zu 1 einer HD 6950 entspricht, weil das ist ja nichts anderes als ein Keimen-Grafikchip, der auf 1408 Shader statt 1536 etwas beschnitten wurde. Nun gut, und von den Famicarten habe ich neben der GT 520 auch zwei GTX 580 Modelle im Referenzdesign mit 1,5 GB als auch eine 3 GB Variante und auch eine GeForce GTX 465 wird dazu zählen. Die basiert nämlich auch auf Fermi. Außerdem habe ich mir noch drei zusätzliche Fermi-basierte Grafikkarten besorgt. Eine Nvidia GeForce GTX 570, auch eine 560 Ti, als auch eine 550 Ti werden zum Testantrieb. Das wird auf jeden Fall ein ziemlich großer Vergleich zwischen AMDs und Nvidias im Jahre 2011 verfügbaren Grafikkartenmodellen. Falls ihr gerne noch eine weitere, noch nicht genannte Radeon HD 6000 oder Nvidia Fermi Grafikkarte im Test sehen möchtet, dann könnt ihr mir ja gerne einen Vorschlag unterbreiten und ich schaue mal, ob ich mir auch noch diese Grafikkarte für den Test besorge. Am 25. Mai ging es um Arbeitsspeichermodule und zwar insgesamt 6 GB groß auf DDR3 basierend für insgesamt 4,95 € inklusive Versandkosten. Und diese Riegel, die liegen hier. Viermal von Micron und zweimal von Elpida. Und jetzt müssen wir noch was klären. Und zwar, wir müssen noch klären, ob diese Riegel tatsächlich auch die 2000 MHz mitmachen. Denn ich habe ja festgestellt in dem Video, dass sich die RAM-Module sehr weit übertakten lassen. Als ob! Schon krass, dass der mit 1066 MHz zertifizierte Micron-RAM auch offenbar problemfrei mit 2000 MHz betrieben werden kann. Was ist das für Speicher, Alter? Wenn man allerdings etwas länger testet, stellen sich 2000 bzw. in diesem Falle 2020 MHz RAM-Takt schon als ziemlich kritisch heraus. Man sollte also doch besser mit lediglich 1866 MHz fahren bei diesem Micron RAM. So viel dann zum 1 GB DDR3 Speicher mit 1066 MHz Zertifizierung. Am 28. Mai stellte ich euch ein sehr interessantes Produkt, welches mir von Qlife netterweise zur Verfügung gestellt wurde, vor. Und zwar eine Submersible LED Light. Das ist diese hier. Submersible bedeutet, dass diese Lampe unterwassertauglich ist. Sie ist IP68 zertifiziert, das heißt, sie kann dauerhaft unter Wasser bleiben. Hierfür sind zwei Abdichtungsringe integriert. Und auch enthalten
war eine Fernbedienung, mit der man verschiedene Farben einstellen kann. Eine sehr, sehr nett aussehende Lampe, muss ich ehrlich sagen. Also, die gefällt mir richtig gut. Ja, sie hat ja auch noch einen Magnet integriert, der auch so stark ist, dass man die Lampe kopfüber zum Beispiel an einer metallischen Deckenleuchte befestigen kann, ohne dass sie runterfällt. Am 30. Mai, da stellte ich euch abschließend noch eine Pico PSU vor. Die liegt hier. Genau, diese Pico PSU habe ich für etwa 10 Euro vom Chinesen gekauft. Und die Pico PSU, die soll eine Leistungsabgabe von bis zu 160 Watt bereitstellen können. Das ist schon ziemlich erstaunlich. Ja, das war also alles dabei gewesen. Auch hier noch so ein Adapterkabel mit Molex, SATA und P4 Stecker. Ja, und zwar kann man mit dieser Pico PSU kleine Mini-ITX-Systeme ohne separate Grafikkarte mit Strom versorgen. Allerdings geht das nur in Kombination mit einem externen AC-DC-Konverter mit 12 Volt Gleichspannung. Wie zum Beispiel so eines hier. Das ist die Voraussetzung, um so eine Pico PSU betreiben zu können. Ja, das war es dann auch schon wieder mit diesem Monatsrückblick. Mal schauen, wie es im Juni dann aussieht. Aber ja, wenn ich meine Klausuren schreibe, dann werde ich keine Videos in dem Zeitraum drehen können, weil ich mich dann ja auf meine Klausuren konzentrieren muss. Also wird es wahrscheinlich nicht so berauschend im Juni aussehen. Wir werden es sehen. Bis zum nächsten Mal dann.